Jo, und was geht, euer Karasus? Wieder back am Start mit Dragon Ball. Endlich ist es soweit. Mensch, hat das lange gedauert. 2000 Jahre später. Nee, mal ohne Scheiß, es hat wirklich extrem lange gedauert, bis wir die nächsten Sachen auf dem Tisch haben. Die Leaks sind endlich da, die ersten Draft Leaks sind da. Ihr wisst ja, wie es immer abläuft. Erst kommen die Draft Leaks, dann kommen einige schöne Bilder dieses Kapitels und dann kommt natürlich dieses Kapitel in Zusammenfassung in meiner Review. Nichtsdestotrotz war sehr wenig Dragon Ball in letzter Zeit. Das kommt aber auch daher, dass ich sehr viel streame aktuell. Ihr könnt gerne auch mal auf Twitch mich abchecken. Da bin ich sehr oft online und zocke ja eigentlich alles, was mir so Spaß macht. Ihr seht ja auch, dass es hauptsächlich auch mehr Let's Plays gab in letzter Zeit und so weiter. Ich habe sehr viele Videos geschnitten und so weiter. Ich habe komplett einfach mal den PC aufgeräumt. Ich habe noch hier ja, fast 320 GB an Videomaterial, was ich noch schneiden muss. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Nervt mich ein bisschen, aber was soll es drum. Also ihr könnt gerne mal auf Twitch abchecken. Dann können wir gerne mal über Dragon Ball quatschen oder so. Wenn ihr Fragen habt oder so, einfach mal in den Chat reinposten. Ihr wisst ja, in der Infobox oder in der Videobeschreibung natürlich meinen Kanal verlinkt. Kommen wir aber erstmal zu den Leaks, meine lieben Freunde. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Wir sehen die erste Coverpage. Ja, es wird die Coverpage sein auf alle Fälle. Und zwar Kapitel 81, Gokus Konflikt. Ich habe schon gespoilert bekommen. Ja, leider gespoilert bekommen. Und ihr wisst ja, jetzt gibt es auch einige Spoiler, dass Son Goku am Ende in einer Zwickmühle sein wird am Kapitelende, wo er sich entscheiden muss zwischen Granola, Vegeta oder gegebenenfalls sogar zwischen Mona Ito. Und zwar kommen wir zur ersten Seite. Und wir sehen hier erstmal Alec, der über Gas steht. Wir sehen auch Son Goku und Vegeta, die vor Gas stehen. Granola ist ja immer noch im Boden drin und ruht sich erstmal eine Weile aus. Daraufhin wird auf der nächsten Seite gezeigt, wie Gas eine Aktion austeilt. Ich denke mal irgendwas mit Blickkontakt oder so, wie ein altes Sharingan. Ja, er trifft auch Son Goku und Vegeta, die noch nicht genau wissen, was los ist. Son Goku erwähnt nur hier, was passiert ist und dass sein Körper sich komplett schwer anfühlt. Vegeta sagt darauf, verdammt nochmal, das ist echt schlecht und was er denn hier gemacht hat und was das für eine krasse Power ist, die er hier gibt. Auf der nächsten Seite sehen wir Alec und Gas und Granola kommt von hinten angejumpt und versucht Alec zu töten. Er sagt auch Alec, kill him, als nämlich er zu Gas sagt, dass er ihn töten soll, also Vegeta und Son Goku natürlich töten soll. Ja, auf der nächsten Seite sehen wir Granola, der auf Alec, wie gesagt, zustürmt und er sagt hier, ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Gas zeigt auch schon mit zwei Fingern auf Alec und lässt Alec erstmal wegteleportieren. Granola, sein Schlag geht natürlich ins Leere. Also er kann auch andere Leute teleportieren, ja, also er kann sie mit dem Finger berühren oder ja, drauf zeigen und dann werden die auch wegteleportiert. Das ist richtig krass. Alec taucht auf einmal auf einem Felsen auf. Krasse Sache, was er auf einmal für Attacken raushaut, ne, oder für Fähigkeiten rausknallt. Es ist echt krass, muss ich sagen. Auf der nächsten Seite sehen wir dann die Konstellation. Ne? Alec steht da hinten auf dem Felsen. Granola ist da hinten mit seinem Schlag ins Leere. Ja, Alec sagt hier dann, es ist unhöflich, mich als Arbeitgeber und als ehemaligen Arbeitgeber anzugreifen. Das gehört sich nicht. Daraufhin schreit Granola ihm an und sagt, du hast meine Mutter getötet. Auch Son Goku und Vegeta bemerken Granola. Alec antwortet dann daraufhin, versteh mich nicht falsch, aber ich bin derjenige, der dich am Leben gelassen hat. Ja, das muss man ja auch sagen. Wir wissen ja, dass Alec ihn benutzt hat und am Leben gelassen hat, obwohl ihn auch töten können, nachdem er seine Mutter und alles getötet hat oder auch rausgefunden hat, dass die noch am Leben sind von damals, hätte er sie auch töten können und das spielt er hier nochmal aus. Daraufhin macht sich Granola unten bereit und sagt, nee, du hast nicht nur meine Mutter getötet, sondern ohne dich wären auch viele Bewohner verschont geblieben. Also im Grunde gibt er schon Alec an allem die Show und man muss wirklich sagen, Alec hat auch Schuld. Ne? Er wollte halt einfach nur den Planeten auslöschen. Die Saiyajins sind gekommen, haben fast sein ganzes Volk oder haben sein ganzes Volk ausgelöscht. Nur weil Alec halt diesen Planeten auch mit haben wollte mit Freezer. Und es war schon ein gewisser Plan von Alec, wenn er wollte ja diesen Planeten haben, um halt den Wertbring zu verkaufen. Ne? Und er ist ja immer auch noch von dem Plan überzeugt, Freezer einmal alles zu übernehmen von Freezer. Ne? Doch auf der nächsten Seite sehen wir, dass Granola sich bereit macht zu seinem Finisher. Der andere Cereal Bewohner getan hat, als er den Mond zerstört hat. Genau diese gleiche Pose sehen wir auch hier. Ja, Alec lässt sich locker und er sagt hier auch nochmal zu Granola, ist es wirklich so, als dein Retter mich so anzusprechen, ich hätte dich töten können, egal wann ich wollte oder auch jetzt. Ja, damit kommt Gas angestürmt. Ja, es sieht so aus, als wenn er Granola seine Arme brechen tut. Ich glaube, das wird auch passieren, dass er komplett die Arme zerstört. Das wird wirklich, wirklich übel, meine lieben Freunde. Das war es dann auch schon mit der letzten Seite dieses Draft Leaks. Also, ich muss sagen, die letzte Seite ist schon richtig krass, also
Brutalität ist wirklich wieder angesagt hier. Erstmal schön die Arme gebrochen. Mega coole Sache. Jo, das war's erstmal mit den ersten Draft Leaks. Richtig coole Sache. Wenn ihr auch noch einige Sachen habt, dann unten in die Kommentare reinschreiben, was das Zeug hält. Und natürlich auch gerne, was ihr denn erstmal von den ersten Seiten haltet. Also ich muss wirklich sagen, es geht hart zu und wir werden hier noch ein, zwei Kapitel sehen, wo der Kampf nochmal in die Endphase geht. Ich bin sehr gespannt. Das war's aber erst von mir. Ich bin damit raus und ciao.